Willkommen zurück im Battle von Harveys neue Augen mit unserem alten Harvey, aber diesmal als Schiedsrichter an unserer Seite und wir sind immer noch mitten im Kampf, wie versprochen. Und jetzt muss ich erstmal wieder auf meine Zettel gucken. Ich habe nämlich eine Pause machen müssen, weil mir so viel Speicher hatte und musste rendern und so. Aber jetzt gucke ich erstmal wieder rein. Wen haben wir denn überhaupt? Wir haben einen Alkohol-Harvey, der kann doch, meine ich, heilen. Handeln, Magie, heilt. Heil, dann heil mal den Schwächsten. Das wäre dann der. Ja, sehr schön. Sehr schön. Gut gemacht. Du Heiler, du. Vielleicht kannst du es nochmal machen. Mach mal nochmal. So was, ich darf nicht? Was? Das ist der Lügendingens. Okay, dann lass den mal angreifen. Gut. 2 LP weniger. Sehr schön. Und jetzt haben wir den. Wer ist denn das? Der Höhen-Harvey. Macht der irgendwas? Ist der irgendwie gut oder so? Nee, nicht wirklich. Ja, gut. Dann. Angriff bitte. Genau. Sehr schön. Alle wieder da? Alle wieder da. So, dann nehmen wir wieder den Orte-Harvey mit Magie. Immer drauf. Der ist tot. Das war's mit dem. Das ist sehr gut. Dann nehmen wir jetzt den Feuer-Harvey mit Magie. Wähle das zweite Opfer. Dann nehmen wir den. Mhm. Jetzt würde ich gerne... Ja, wen nehmen wir jetzt? Feuer, Schaf, Magie. Ja, auch gut. Immer schön auf einen drauf, wie wir es gelernt haben. Unsere wichtigsten sind schon weg. Was soll ich jetzt? Orte, Feuer, Schaf. Jetzt müsste ich Lügen und Hörn-HW nehmen. Geht das? Lügen und Hörn. Wie mache ich das zusammen? Bringt einen Gegner dazu kurz für dich, ne? So, wähle das Opfer. Okay, hat nichts gebracht, glaube ich. Dann haben wir den hier, der soll mal wieder heilen. Und zwar den Ort-Dings. Der ist nämlich voll schwach. So, jetzt nehmen wir den Berserker. So langsam habe ich den Dreh raus, so etwas. Mal. Am Ende soll ich was? Soll ich mal einen Alkohol-Berserker-Harveys? Okay, aber die... Ich weiß mal nicht, wie ich die zusammenkämpfen lassen soll. Lässt ihn dreimal handeln. Kannst du das noch? Nee. Denn das würde er mit dem zusammen machen. Das geht auch nicht, weil irgendwie die LP vielleicht nicht reichen. Motiviert einen nochmal zu handeln. Ja, dann mach mal einfach Angriff. Sehr schön. Ja, gut. Alle noch da. Alle noch Tutti dabei. Geht wieder von vorn los. Wir nehmen den Orte-Harvey mit Magie. Tot. Das war's mit dem. Wir nehmen den Feuer-Harvey, Magie, kloppen auf den drauf. Geht das? Und das zweite Opfer? Den. Jawohl. Okay, sehr schön. Dann nehmen wir den Schaf-Harvey, auch mit Magie bitte einmal. Den haben wir auch bald niedergestreckt. Den einen hier. Die sind weg. Ich glaube, der Alkohol-Harvey sollte langsam mal wieder heilen. Und zwar den Feuer bitte. Ja, sehr schön. Lügen-HW, bitte. Einmal Angriff auf den hier. Tot. 2 Leben noch. Ich glaube, das kriegen wir aber hin. Wir nehmen den Hörn-HW. Wir machen Angriff auf den Djinn. Der hat auch nicht mehr lange zu leben. Angriff, Djinn. Jawohl. Und alle wieder da. Das Ganze wieder von vorne. Magie. Jim. Der hat nur noch 3. Ich hoffe... Oh, sterbe ich? Nein. Läuft noch. Läuft. Feuer-HW auf Jim. Wird schon attackiert. Ein anderes Opfer der. Jawohl. Der ist tot. Nur noch einer lebt, Leute. Nur noch einer. Das kriegen wir hin. Wir nehmen den Schaf. Magie. Drauf. 9 LP. Das ist unser letzter.
7. Wähle einen Verbündeten. Ich nehme mal ihn hier, den Orte Harvey. Geht das? Keine Ahnung. Angriff. 5 LP. Oh, ich habe nicht geheilt. Egal. Ich glaube, das kriegen wir auch so hin. 3 LP. Das war's. Alle leben wieder. Orte HW, Magie und drauf. Das war's. Du hast gewonnen. Yippie. Nein, das kann nicht sein. Du verfluchter Hase. Haha. Du solltest doch aufpassen, dass sie sich an die Regeln hält. Sie kann hier doch nicht einfach tun und lassen, was sie will. Na klar. Randale. Randale. Aber wir brauchen Regeln. Sonst... Sonst... Die Blockaden der Oberin waren beseitigt. Hatte Lilly einen Fehler gemacht? War die Oberin jetzt wieder so streng und bösartig wie zuvor? Doch noch als Lilly das dachte, begann die Oberin bitterlich zu weinen. Danke, Lilly. Ich hatte ganz vergessen, was es heißt, ein Kind zu sein. All diese ungerechten Regeln. All diese Verbote. Oh, Lilly, was habe ich euch nur angetan? Bravo, Lilly. Wir haben sie da, wo wir sie haben wollten. Jetzt nimm ihr das Messer ab, damit du uns endlich losschneiden kannst. Ah, wir haben es geschafft. Wie toll. So. Ha, schön. Tun und lassen, was wir wollen. Wir können jetzt machen, was wir wollen. Und die Oberin weint. Wir haben Harvey wieder. Wir können die jetzt bestimmt runterholen. Das Messer, Lilly. Finde einen Weg, der Oberin das Messer abzuluxen. Dann kannst du uns endlich losschneiden. Aber das sollte ja nicht so schwer sein. Was habe ich nur getan? Die Oberin war nicht ansprechbar. Wie sollte Lilly ihr nur das Messer abnehmen, solange sie so bitterlich weinte? Mit dem Harvey? Meinst du, ich könnte den auch mal halten? Aber Lilly, was hast du vor? Ja. Willst du mich wirklich der Oberin überlassen? Ich meine, sie könnte schon ein wenig Schwung in ihrem Leben vertragen, so wie sie aussieht. Aber ich dachte, wir zwei sind jetzt Freunde. Sind wir doch auch. Wir können doch noch so viel ausprobieren. Lass uns doch lieber noch ein paar Dinge anzünden. Oder mit Edna quatschen. Oder uns irgendwas Verrücktes aus Gegenständen zusammenbasteln. Oder willst du mich wirklich der Oberin schenken? Nein. Schade. Erstmal, bevor ich sie schenken muss, wahrscheinlich. Hallo? Inventar? Ich will mein Inventar. Können wir ja nochmal auf Edna machen. Mal gucken, ob die noch quatschen wollen. Bist du es? Edna! Ja, ich bin's. Ich bin wieder der Alte. Nein. Besser noch. Ich bin der neue, verbesserte Harvey. Guck mal, ich hab diese neue Schnur. Zieh mal bitte dran, Lilly. Du sollst dir die Furzgeräusche nicht bis nach dem Essen aufsparen. Na, ob das eine Verbesserung ist? Du hast ja noch nicht nach dem Essen dran gezogen. Ach, Harvey, du bist wirklich wieder ganz der Alte. Claro, clarissimo. Aber du wirkst ein bisschen eingerostet. Hast du einen neuen Hut? Ich bin gefesselt, Harvey. Ach so. Seit wann regst du dich über solche Kleinigkeiten auf? Da sind wir doch nun wirklich schon mit Schlimmerem fertig geworden. Eben. Also hilf Lilly, uns hier rauszuholen, okay? Sie ist wirklich sehr gut in sowas. Sie ist meine beste Freundin. Ha!
Hättest du wohl gern. Lilly ist nämlich meine beste Freundin. Habt ihr es bald? Wenn es euch nichts ausmacht, sollten wir Lilly hier lieber einen Weg nach draußen finden lassen, bevor der Doktor wiederkommt. Bevor der Doktor wiederkommt? Ja, ja, schon gut. Spielverderber. Das war jetzt irgendwie süß und ich glaube, wir müssen Harvey jetzt leider kurz verschenken. Also ich hoffe, wir kriegen ihn wieder. Hast du es dir noch einmal überlegt? Denk gut darüber nach, Lilly. Willst du mich nicht erst noch mit allem anderen ausprobieren? Oder willst du mich wirklich der Oberin schenken? Ja, wir müssen. Aha. Wirklich? Wirklich? Aha. Oh, Lilly. Wie soll ich das je wieder gut machen? Du willst jetzt sicher eine Gegenleistung. Richtig? Her mit dem Messer. Ich habe leider nur dieses Messer. Meinst du, es wäre angemessen? Aha. Wunderbar. Danke für alles. Gib mir das Messer. Gut gemacht. Wenn du so weitermachst, könnte ich mir vorstellen, dich irgendwann als Deputy einzustellen. Oder ich dich als Kosmonautenassistentin. Was noch viel lässiger ist als Deputy. Wie auch immer. Schneid uns bitte schnell los, dann sehen wir weiter. Ich habe schon längst einen Plan. Ihr kennt doch sicher die Geschichte von dem Mädchen, das damals aus Dr. Marcells Anstalt geflohen ist. Dasselbe Mädchen, das sie noch in derselben Nacht die Treppe hinuntergestoßen hat? Nun, ich habe es euch nie verraten. Aber dieses Mädchen war ich. Was für eine Überraschung. Ja, und darum kenne ich mich hier auch bestens aus. Hinter dem Polster dort liegt der berühmte Lüftungsschacht, durch den ich damals geflohen bin. Wir werden im Nullkomma irgendwas in der Freiheit sein. Dazu müssen wir zwar an Dr. Marcells Büro vorbei, aber, Lilly? Hast du irgendwas? Nun komm schon, Lilly, schneid uns endlich los. Was soll das? Du wirst doch keine Dummheiten machen wollen, oder? Lilly, wohin gehst du? Lilly! Lilly! Oh nein, was macht sie? Die geht mit dem Messer zu Dr. Marcel? Ist die denn des Wahnsinns? Oh mein Gott. Okay, dann mache ich das jetzt. Willst du das wirklich tun? Vortrefflich. Ich wusste gleich, dass du gefährlich bist. Die anderen Kinder, das waren Unfälle. Aber nun stehst du hier, mit einem scharfen Messer, drauf und dran, einen wehrlosen alten Mann zu töten. Du fühlst dich vielleicht gesund, aber in Wahrheit bist du krank, sehr krank. Du brauchst meine Hilfe. Du glaubst mir nicht, richtig? Du denkst, du tust das alles Edna zuliebe. Oh, Lilly, es gibt da etwas, was du über deine Freundin wissen solltest. Sie existiert nicht. Es gab mal ein Mädchen namens Edna. Wahrscheinlich hast du von ihr gehört. Aber das Mädchen, das du kennst, ist nichts weiter als ein Produkt deiner Fantasie. Ein Ausbruchsversuch aus dem freudlosen Klosterleben. Du glaubst, dass ich lüge, nicht wahr? Denn es gibt da noch jemanden, der Edna sehen kann. Lass mich raten. Ein hoher Geistlicher? Nein. Ein Polizist. Richtig? Die Manifestation einer höheren Autorität. Als du Edna in Gefahr wähntest, hat dein Unterbewusstsein auch ihn erfunden. Als Legitimation, dich über die Regeln der Oberen hinwegzusetzen und deiner Freundin zur Hilfe zu eilen. Frag sie doch selbst. Sie sind hier. Sie sind ein Teil von dir, Lilly. Oh, Lilly. Es tut mir leid. Der Doktor hat recht, Lilly. Wir sind nur eine Einbildung. Jetzt leg das Messer weg. Das Spiel ist aus. Wunderbar. Endlich kennst du die Wahrheit. All die Gründe, die dich hierher geführt haben. Mitten in der Nacht. Bewaffnet mit einem Messer. Nichts davon war real. Leg das Messer auf den Schreibtisch. Ich werde dich sofort hypnotisieren. Nur meine Therapie kann dich heilen. Er hat leider recht, Lilly. Tu es nicht. Leg das Messer weg, Lilly. Sei ein braves Kind.
und tu, was man dir sagt. Lily war den Tränen nahe. Sie hatte gerade erst gelernt, nicht immer alles zu tun, was man ihr sagte. Und jetzt sollte das alles falsch gewesen sein? Während die anderen auf sie einredeten, wurde eine weitere Stimme immer lauter. Eine Stimme, die ihr sagte, mach weiter, mach weiter. Tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Messer weglegen, Dr. Marcel erstechen, widersprechen. Also ich glaube, dass das schon real war. Also ich glaube, dass er sie einfach zu gut kennt und sie richtig jetzt nochmal verwirren will, weil er daran sehr gut ist, sie zu manipulieren. Zumindest ist es das, was ich mir jetzt auch gerade wünsche, dass Edna und der Deputy schon noch da sind. Weil wir sie halt im ersten Teil auch gespielt haben. Also irgendwo muss ja Edna auch sein. Ich hoffe es und wünsche es mir, dass sie nicht wirklich ertrunken ist damals oder so. Und die sich das hier eingebildet hat. Also würde ich sagen, erstechen wäre krank. Messer weglegen wäre auch blöd, dann hören wir auf ihn. Deswegen widerspreche ich mal. Mach weiter. Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Sie muss lernen, auf sich selber zu hören, finde ich. Also auf niemanden zu hören. Ich widerspreche nochmal. Mach weiter. Sie sagt stopp. Tu es nicht. Tu es nicht. Versuch's nochmal. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Ich versuch's einfach mal mit dem Widersprechen. Mach weiter. Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Ich mach's noch mal ein letztes Mal. Wenn das nicht klappt, dann muss ich mir was Neues überlegen. Die widerspricht noch mal. Sehr gut. Sehr gut, Lily. Gib's ihm. Das gilt für alle. Ah, sie kann rein. Habt ihr mich nur rumkommandiert? Lily tut dies, Lily tut das. Check mal aus. Ich bin doch nicht euer Beppo. Und du, Doc, wenn du mich immer noch hypnotisieren willst, lern erst mal wieder laufen. Denn das ist das, was ich jetzt tun werde. Denn die Therapie ist der letzte Rotz. Komm erst mal selber klar, Appa. Lily zeterte noch weiter, bis sie heiser war. Schließlich machte sie sich erschöpft, aber auch erleichtert auf den Rückweg. Zum ersten Mal im Leben tat sie, was sie selbst für richtig hielt. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Und du hältst auch endlich die Klappe! Hier gibt es keine Moral, verstanden? Ende! Alter, die geht ja ab. Oh Leute, das war ja jetzt krass. Es war nur so eine Vermutung, dass ich dachte, okay, solange man widersprechen kann, versuche ich es mal. Ich hätte es jetzt echt nur noch ein viertes Mal versucht. Wenn es dann nicht geklappt hätte, hätte ich was anderes überlegt. Bin sehr froh, dass es geklappt hat, dass sie so richtig einfach mal angefangen hat zu reden, zu sagen, ey, ich höre jetzt mal auf niemanden, ich höre nur auf mich. Genau das habe ich mir gewünscht. Bin aber trotzdem gerade sehr gespannt. Es gibt noch zwei weitere Enden und die würde ich jetzt auch gerade gerne sehen. Und bevor ich dann anfange, über das Spiel nochmal zu quatschen, würde ich sagen, gucken wir uns doch noch einfach mal kurz die anderen Enden auch an. Ich bin einfach mal gespannt, was passiert, wenn man mit dem Messer auf den Doc losgeht und was ist, wenn man es weglegt. Egal, was das Ende ist, ich wünsche mir natürlich, dass am Ende alle leben, bis auf Dr. Marcel und so, der ist mir egal. Aber einfach hier Edna und so, dass die natürlich existieren und dass es denen gut geht. Das wünsche ich mir natürlich, wahrscheinlich ihr auch. Wir gucken uns mal eben kurz die anderen Enden an. So, jetzt habe ich bis hierhin nochmal gespielt und jetzt sehen wir, dass, nehmen wir mal erstmal, dass wir das Messer weglegen. Die anderen hatten recht. Lily war offenbar krank.
Sie war außerstande zu entscheiden, was richtig und was falsch war. Und so legte sie das Messer weg und begann ihre Therapie. Dr. Marcel hatte gewonnen. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Geschichte lautet, ihr müsst immer alles tun, was man euch sagt. Immer. Ohne Ausnahme. Ende. Auch schön. Ja, liebe Kinder da draußen und auch Erwachsenen, die ja auch noch Kinder seid von irgendwem. Immer auf alles hören. Immer. So, das wäre dann das zweite Ende gewesen. Und jetzt sehen wir mal uns das fiese letzte Ende an. Da bin ich ja auch mal gespannt. Und hier sehen wir jetzt nochmal das grausame Ende, wenn wir Dr. Marcel erstechen. Lily dachte gar nicht daran, sich therapieren zu lassen. Sie fühlte sich frei wie nie zuvor. Sie konnte selbst entscheiden, was richtig und was falsch war. Langsam erhob sie das Messer. Nein, Lily, nein! Nein! Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Geschichte lautet, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr behaltet euren freien Willen. Auch wenn ihr dafür einen alten Mann im Rollstuhl erstechen müsst. Ende. Ist auch schön. Ja. Und damit war es das mit dem dritten und letzten Ende. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein bisschen kurz. Obwohl es drei verschiedene Enden gibt, hätte ich mir noch irgendwie was gewünscht mit Edna und Harvey oder wie sie irgendwie am Ende nochmal doof irgendwie auf der Wiese schaukeln und man hört im Hintergrund noch Freeman oder so. Naja, oder ich weiß nicht, die sind ja alle gestorben. Aber was soll's. Mein Gott, es ist Edna bricht aus. Die Spiele müssen so sein, die haben ihren Humor. Und ich finde die Spiele deswegen auch richtig, richtig cool. Ich glaube, ihr auch. Mir hat das super viel Spaß gemacht. Eigentlich könnte ich ständig nur irgendwie Harvey-Spiele spielen, so gefühlt. Ich finde es echt total schade, dass es gar keinen nächsten Teil gibt. So wie bei Deponia, warum gibt es nicht noch einen nächsten Harvey- oder Edna-Teil? Dieser Hase, da muss einfach noch mehr kommen. Bitte, Telltale, tut irgendwas. Das ist einfach cool. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wisst ihr, ich sag das ja immer nach jedem Spiel so, wie ihr es fandet. Würde mich sehr interessieren. Ich fand es natürlich total anders als Edna bricht aus, aber ich habe mich auch total dran gewöhnt. Also am Anfang war es so, ja, man spielt nicht mehr mit Edna, ist irgendwie gewöhnungsbedürftig, wer ist denn diese Lily? Aber wie schnell man sich auch an sie gewöhnt hat mit ihrem Aha, fand ich sehr, sehr witzig gemacht. Und dass sie, wie gesagt, bei diesem ersten Ende, was ich jetzt genommen habe, voll abdreht und auf einmal reden kann, ist natürlich so, bam, Lily. So, jetzt auf einmal, jetzt dreht sie durch. So, ihr könnt mich alle mal. So, ich lasse mir nicht mehr von euch sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. So, ihr seid doch alle gaga, ich gehe jetzt. Sehr cool auf jeden Fall. Auch, was ich positiv finde, ist, dass wieder Teile aus Edna bricht aus mit reinfließen. Ich mag das halt nicht, wenn bei zwei Teilern, ja, wenn man so gar, dass das gar nichts mehr mit dem ersten zu tun hat. Und in dem Falle war es wirklich, dass man, Edna war noch wieder da, da haben sie dran gedacht, so sie wieder mit einzubauen. Und man ist wieder in der Anstalt, man sieht wieder den Bienenmann und Roggelbecher und voll die verrückte Rollenspielrunde. Sehr witzig. Also so wünsche ich mir auch immer einen zweiten Teil von irgendwas. Kennt das ja vielleicht bei Disney-Filmen, ist vielleicht ein doofer Vergleich, aber da nervt mich das halt total, wenn man dann den ersten Teil guckt und dann, der war dann voll schön und so, ne, oldschool und episch und dann kommt so ein zweiter Teil und der ist voll flach, nicht mehr dieselben Stimmen, die ganze Animation, die ganze Zeichnung, alles ist irgendwie so, ne, zweiter Teil halt. Hat man ja auch bei anderen Filmen immer so und das fand ich halt bei diesem Spiel zumindest hier nicht so. Fand ich sehr, sehr positiv. Also ein guter, gelungener zweiter Teil, wie ich fand. Und wie gesagt, dass man alte Charakter wieder gesehen hat. Ich finde es schön, dass Harvey auch am Ende wieder Harvey war. Sehr schade, dass er über das ganze Spiel halt so böse war. Aber auch daran hat man sich gewöhnt. Ah, alles klar, jetzt geht's wieder so in die Parallelwelt. In die, weiß ich nicht, jetzt müssen wir die Blockade aufheben. Wie funktioniert das überhaupt mit dem Ugi und Wugi? Am Anfang hat mich das voll verwirrt. Und dann so nach und nach, alles klar, so hebt man jetzt die Blockaden auf.
Und dann das finale Battle. Ich glaube, auch da hätte ich noch verstehen müssen, wie man den einen Harvey mit dem anderen kombinieren kann, wie der eine mit dem anderen zusammen kämpfen kann. Da habe ich den Dreh noch nicht rausgehabt, aber wir haben es auch so geschafft. Und von daher würde ich sagen, das war eine erfolgreiche Edna-Harvey-Runde. Und mal gucken, welches Point-and-Click-Spiel als nächstes kommt. Also ob überhaupt jetzt eins danach kommt, ich glaube nicht. Aber welches dann überhaupt als nächstes kommt, weiß ich auch noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall welche noch geben. Also es gibt eine ganze Menge Point-and-Click-Spiele, die ich noch spielen möchte. Da kommt auf jeden Fall noch was für alle Point-and-Click-Fans da draußen. Ich würde sagen, ich höre mal auf zu quatschen. Wir genießen nochmal hier den Endscreen, die Credits. Und bedanke mich fürs Zuschauen, für jeden, der von Anfang an dabei war vor allem. Und wir sehen uns und hören uns. Bis dann. Take care or you'll end up scarred, my dear. I can't stand to watch children bleed. Seems like you need to be solaced, telling from the scratch on your knee. You fell and got hurt in the process, and now you come crying to me. I catered for these circumstances, and hands carry needle and stitch in my pants. Don't worry, my dear, there is nothing to fear. Just a stitch and a sew, soon it's almost as new. And the cut will adhere after all. You have to admit it is not as severe. Oh, I have needle and stitch right here. Take care or you'll end up scarred, my dear. I can't stand to watch children bleed. Well, don't give me that kind of look now. Just keep going on, soon you will see how everything will end well, though. It still may depend on your skill. I catered for these circumstances, and hands carry needle and stitch in my pants. But yet needle and thread can bear dangers instead. If you're clumsy and plump and all fingers and thumbs, it might just turn out bad, especially when it comes to delicate operations like that. Oh, I have needle and stitch right here. Take care or you'll end up scarred, my dear. I can't stand to watch children bleed. I guess I should revise my statement. The wound is not going to heal. Forget about all that I said and work harder on your stitching skill. I catered for these circumstances, and hands carry needle and stitch in my pants. Now you pay the bill for your lack of skill. And please do stop crying and mourning and sighing. Don't weep like a whelp that is painfully dying.
I merely was trying to help.